Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Heute möchte ich euch mal ein sehr robustes Outdoor-Tablet vorstellen, was natürlich auch für die Werkstatt oder für die Baustelle geeignet ist. Und zwar handelt es sich um ein Tablet von O-Kittel. Viel Spaß beim heutigen Film. So, wie gerade schon gesagt, handelt es sich hierbei um das O-Kittel RT3. RT3 sagt euch bereits, es gibt drei verschiedene Tablets dieses Herstellers. Das RT1, RT2, RT3. RT3 ist das kleinste aus der Serie. Es hat eine Diagonale von 8 Zoll. Das RT1 und RT2 haben jeweils eine Diagonale von 10 Zoll. Ich habe mich aber wohlgemerkt für die kleinste Variante entschieden. Diese wird halt geliefert. Hier ist noch die Bedienungsanleitung, ein Ladegerät bzw. ein USB-C-Kabel. Ich habe mich für die kleinste Variante entschieden, weil die mir von der Größe her schon sehr ausreicht. Die hat jetzt hier 64 GB Hauptspeicher sowie 4 GB RAM. Und ihr seht, das Ganze läuft recht flüssig. Was halt wichtig dabei ist, wenn ihr das Tablet bekommt und ihr setzt das Original auf, da ist so gut wie nichts an fremder Software drauf. Also jetzt, wer zum Beispiel schon mal von Samsung ein Smartphone aufgesetzt hat, der weiß, da sind dann sehr viel Samsung eigene Apps drauf. Und hier war wirklich nur das Rudimentäre drauf, also ein bisschen was von Google und sonst nichts. Alles, was hier noch so drauf zu sehen ist, wurde quasi im Nachhinein von mir installiert. Außer dieser Werkzeugkoffer, ich schaue mal schnell, ob ich den finde. Dieser Werkzeugkasten, der war tatsächlich vorinstalliert. Dabei gibt es einen Kompass, ein Schallmesser, ein Neigungsmesser. Dann, das ist sowas wie ein waagerechtes Lot, die Höhenmessung, Herzfrequenz. Gut, warum das jetzt hier in der Werkzeugkiste dabei ist, weiß ich auch nicht. Eine Lupe, die verwendet einfach die Kamera, um jetzt zum Beispiel irgendetwas nahe heranzuzoomen. Dann gibt es noch ein Winkelmesser, ein Lot, Warnung und ein Spiegel. Bei dem Spiegel ist es ähnlich, da wird auch mit der Kamera gearbeitet. Und das ist eigentlich alles, was vom Hersteller bereits mitgeliefert wird. So, kommen wir mal zum Kern der ganzen Geschichte. Und das ist natürlich das äußere Auftreten. Beziehungsweise, warum darf sich das überhaupt als outdoorfähiges Tablet schimpfen? Oder auch für den Werkstattbereich oder für die Baustelle? Und zwar liegt das erstens an dieser Hülle. Das ist so eine Kunststoff-Metall-Hülle. Das ganze Tablet ist auch wirklich sehr schwer. Es hat 550 Gramm ungefähr. Wer ein anderes Handy zum Vergleich hat, sollte das mal nachwiegen. Da liegt ihr in der Regel vielleicht bei ungefähr 200 Gramm. Hier haben wir, wie gesagt, 550 Gramm. Was aber eben an dieser Hülle liegt. Man sieht es auch rundherum, sind diese Schutzpolster angebracht. Hier sehen wir jetzt mal, wie das SIM-Kartenfach bzw. das USB-Fach gesichert ist. Da ist also ein richtiger Stöpsel, der dafür sorgt, dass halt kein Wasser eindringen kann. Und wenn ihr das Ganze wieder verschließt, dann ist es tatsächlich auch wieder verschlossen. Und laut Herstellerangaben kann man das Tablet in bis zu 5 Meter tiefes Wasser reinwerfen und es sollte dort auch nach 1,5 Stunden immer noch funktionieren. Und natürlich, was vor allen Dingen, ich sag mal, für den Bau interessant ist oder für Bereiche, wo halt sehr viel Staub und Schmutz herumfliegt, es ist komplett staubgeschützt. Das ist also wirklich ein Tablet, was für den rauen Umgang gedacht ist. Gleich bei Auslieferung ist auch so eine Schutzfolie hier vorne drauf angebracht. Hier ist allerdings, man sieht es, die ist sehr, sehr fingerabdruckempfindlich. Habe auch schon überlegt, die einfach auszutauschen gegen eine matte Folie, weil das spiegelt schon sehr. Und wenn man jetzt zum Beispiel so wie ich da einen Film drauf schaut, dann reflektiert das immer so stark, dass man sich die ganze Zeit selber darin erkennt. Vom Akku her ist jetzt hier ein 5150 mAh Akku drin. Das ist schon ordentlich für ein Tablet. In der Regel gehen die aber auch schon bis zu 7000 mAh. Wobei ich dazu sagen muss, das RT1 hat einen Akku von 10.000 mAh, das RT2 sogar von 20.000 mAh. Und das Coole hierbei ist, dass die Tablets Reverse Loading unterstützen. Das heißt, man kann die als Powerbank hernehmen. Hier haben wir einen 5.700 oder 5.150 mAh Akku. Das ist jetzt nicht so viel, aber ich sag nur so, wenn das Smartphone gerade leer wird, reicht es zumindest, um das Smartphone einmal komplett aufzuladen. Vorausgesetzt, der Akku hierbei ist voll. Bei dem großen 10 Zoll Tablet mit 20.000 mAh ist das natürlich wesentlich interessanter. Als Prozessor ist jetzt hier ein 8-Kern-Prozessor untergebracht, beziehungsweise 4 Kerne laufen mit 2 GHz, 4 Kerne mit 1,5 GHz. Das ist okay. Ich glaube, bei dem großen RT2
Mit 20.000 mAh war es sogar 8 mal 2 GHz. Aber es hat eine ordentliche Arbeitsgeschwindigkeit. Es ist natürlich kein Gaming-Tablet. Also wer das Tablet kauft, um damit zocken zu wollen, der wird bei anderen Herstellern sicherlich Tablets finden, die besser geeignet sind als wie das jetzt hier. Das hier reicht vielleicht für einfache Spiele wie beispielsweise Candy Crush oder irgendwie so einfache Rechenspiele und sowas, aber nichts, wo eine aufwendige Grafik benötigt wird. Ich weiß nicht genau, wie das vergleichsweise ist, beziehungsweise ob die Grafik ausreichen würde, um ordentlich was darstellen zu können. Aber ich habe mir das Tablet halt eher geholt, um halt Videos schauen zu können, beziehungsweise wenn ich auf meiner Alpentour bin, dass ich halt ein Tablet dabei habe, wo ich auch die Navigation drüber laufen lassen könnte, weil jetzt werden viele sagen, 8 Zoll, gut, jedes normale Smartphone hat bereits 7 Zoll. Hier ist das Seitenverhältnis entscheidend, weil hier bei dem 8 Zoll Tablet haben wir ein Seitenverhältnis von 14,4 zu 9 und beim normalen Smartphone haben wir 21 zu 9. Ich kann euch das mal an einem Film zeigen. So, wenn man jetzt die beiden mal vergleicht, das ist jetzt hier das Samsung S21 Ultra, also ein ganz normales 7 Zoll Smartphone im Vergleich zum 8 Zoll Display des Oukitel RT3. Da merkt man schon, dass das ein ganz schöner Größenunterschied ist. Denn das Problem ist hier zum Beispiel, dass der komplette Bildschirm des Smartphones gar nicht genutzt wird. Auch wenn ich das jetzt auf Fenstergröße zoomen würde, dann wären hier unten zwar Bereiche abgeschnitten, aber selbst dann ist das 8 Zoll Display noch eine ganze Ecke größer. Und so kann man das, glaube ich, sehr gut erkennen. Es gibt halt aktuell keine Anbieter, egal ob das jetzt YouTube ist oder Netflix, Amazon Prime, Disney, wer auch immer, die strahlen halt nicht in diesem 21 zu 9 Format aus, sondern haben in der Regel ein 16 zu 9 oder irgendetwas, was dem nahe kommt. Hier haben wir natürlich auch 16 zu 9 auf einem 14,4 zu 9 Bildschirm. Das heißt, auch hier könnte ich ranzoomen, dann wird es nochmal eine Ecke größer, weil auch hier waren jetzt gerade Bereiche abgeschnitten. Und jetzt seht ihr auch schon mal direkt die Abweichungen bei den Farben. Also hier seht ihr die Farbe, wie sie original wäre. Das ist die Farbe, wie sie auf dem Samsung-Display dargestellt wird. Aber hier seht ihr mal die Farbe, wie sie auf dem Oukitel RT3 dargestellt wird. Das geht natürlich besser. Ich schaue mal, ob ich die Helligkeit da fest einstellen kann. Okay, jetzt überstrahlen die Farben zwar nicht mehr so, aber man merkt schon, es ist einfach eine Farbabweichung zu erkennen zwischen den Farben, wie sie auf dem Tablet dargestellt werden, beziehungsweise zum Originalen. Ich sag mal so, bei Filmen, egal bei welchem Anbieter jetzt, wird das wahrscheinlich nicht so sehr ins Gewicht fallen, beziehungsweise denke ich mir auch, dass man hier noch an den Farbprofilen herumspielen kann, um eine ordentliche Farbe hinzubekommen. Aber so weicht das Ganze natürlich schon sehr ab, wobei ich dazu sagen muss, beim Samsung ist es auch so, dass die Farben zu gesättigt sind. Also hier sind sie quasi zu blass, hier sind sie zu gesättigt, wenn man das hier im Original sieht. Aber ich denke, das wird jetzt nicht der Grund sein, warum man sich für ein Outdoor-Tablet entscheidet oder dagegen entscheidet. Natürlich gibt es in dem Tablet auch zwei verbaute Kameras. Und zwar gibt es auf der Rückseite eine 16-Megapixel-Kamera. Also hier nicht wundern lassen, das sind nicht zwei Kameras, sondern einmal Kamera und ein Blitz. Und in der Front haben wir eine 8-Megapixel-Kamera, die sitzt dann hier in dem oberen Bereich. Schauen wir mal kurz, was da die Qualität sagt. Das ist okay. Also diese Staubflusen, die sind wirklich winzig klein, wenn man diese kleine Platte mal hier sieht. Da sieht man so ganz wenig drauf, und zwar hier an der Seite, beziehungsweise hier an der Seite. Und auf dem Foto kann man das wirklich ultra gut erkennen. Also die Kamera, die ist wirklich nicht schlecht. Aber natürlich jetzt auch nicht zu vergleichen mit den Top-Kameras von Apple oder Samsung oder Huawei. Aber es langt auf jeden Fall, um mir zum Beispiel in der Baustelle mal eben schnell ein Foto von einem Schaden machen zu können oder irgendwas Ähnliches. Generell bin ich mit dem Tablet sehr zufrieden. Wie gesagt, es reagiert präzise. Es gibt allerdings keinen Sensor, also keine Face-ID zum Freischalten. Man muss wirklich alles über PIN-Code machen oder je nachdem, was man halt eingestellt hat. Man muss natürlich nicht zwingend einen PIN vergeben. Aber so läuft das Ganze wirklich sehr schnell. Ich habe jetzt mal einfach Google Earth gestartet, um da mal zu schauen, wie schnell es geht. Natürlich, ihr habt es vorhin vielleicht schon gesehen. Man kann hier eine SIM-Karte einstecken, beziehungsweise sogar zwei SIM-Karten. Das heißt, man könnte das Gerät Dual-SIM betreiben. Oder aber man steckt eine Speicherkarte rein mit maximal 1 Terabyte und eine SIM-Karte. Das würde ebenfalls gehen. Ansonsten könnt ihr natürlich über Wi-Fi arbeiten oder als weitere Möglichkeit steht Bluetooth zur Verfügung. Und ihr seht, das Ganze reagiert so wirklich präzise, sehr schnell. Da gibt es also überhaupt nichts zu meckern. Wo man allerdings etwas Zeit benötigt, ist beim Starten des Gerätes.
Also da braucht das Gerät schon eine Zeit lang. Ich würde sagen, ungefähr 2 Minuten, bis das es wirklich komplett hochgefahren ist. Und dann ist es halt einsatzbereit. So viel zum OKittle RT3. Ich bin wirklich damit zufrieden. Es ist robust. Ich habe vergleichsweise das Samsung Galaxy Tab S7. Das ist ein 10 Zoll Tablet. Ein wirklich richtiger Brocken. Also im Vergleich zu dem Tablet hier ist es ungefähr, ja, ich glaube, so groß. Also bis hierhin. Und vom Gewicht her schenken die sich beide fast nichts, weil das große Tablet fast genauso schwer ist wie dieses hier, aber halt ohne Hülle, ohne alles drum und dran. Und hier ist halt direkt die Hülle mit inklusive. Und da ist halt das Problem, ähnlich wie bei dem hier, wenn man abends Fernsehen schaut, man liegt also im Bett und schaut vielleicht noch irgendwas, dann wird das mit der Zeit schwer. Das ist beim 10 Zoll Tablet von Samsung der Fall. Das ist auch hier bei dem Tablet der Fall. Dafür gibt es aber so Halterungen beispielsweise. Aber um mal eben schnell was zu schauen, schnell anschalten, gucken, natürlich kein Problem. Oder bei dem RT, wo ist es so? Da sind auf der Rückseite vier Gewinde, und zwar zwei hier, zwei hier. Und da wird eine Handschlaufe mitgeliefert. Das heißt, die wird hier direkt an der Hülle festgeschraubt. Man kann die Hand durchstecken und dann hat man das Tablet so direkt an der Hand. Das ist natürlich perfekt, wenn man viel schreiben muss oder irgendwas, dass einem das Gerät nicht aus der Hand fällt. Absolut durchdacht. So viel zum OKittle RT3. Wie gesagt, mir gefällt es. Es reicht für meine Ansprüche. 8 Zoll sind meiner Meinung nach für das, was ich damit vorhabe, völlig ausreichend. Zocken werde ich mit dem Tablet nicht. Mache ich generell nicht mit Tablets. Aber ich könnte mal schauen, ob vielleicht ein einfaches Spiel geht. So, ich habe jetzt mal schnell den Subway Surfer installiert. Das ist jetzt natürlich nichts Besonderes. Aber es reicht, um mal ein bisschen zeigen zu können. Oh, ich hätte mich vielleicht drücken sollen. Es ist schwierig, weil ich hier auf den Kopf spiele. Oh. Aber ihr seht, auch das funktioniert. Mehr oder weniger. Und gut, Subway Surfer ist jetzt vielleicht auch nicht so ein grafisch ansprechendes Spiel. Was euch vielleicht auch auffällt, ist der Ton. Wir haben hier auf der Unterseite, beziehungsweise je nachdem, wie ihr das Tablet haltet, auf der rechten Seite zwei Stereo-Lautsprecher. Dafür ist auf der Seite jetzt leider gar keiner. Das ist jetzt beim Zocken, wie hier, natürlich nicht schlimm, da kommt der Ton einfach von unten. Aber wenn ihr jetzt einen Film schaut und die ganze Zeit die Lautstärke nur von einer Seite kommt, beziehungsweise die Töne überhaupt von einer Seite kommen, dann ist das schon etwas komisch. Mich selber stört das nicht, ich habe halt immer Ohrhörer drin und deswegen ist das für mich kein Problem. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel einfach auf der Couch sitzt und damit schauen wollt, ist es halt etwas schwierig, weil der Ton halt wirklich nur aus dieser einen Seite kommt. Schade, dass man hier nicht auf beiden Seiten einen Lautsprecher hingemacht hat. Das wäre dann nochmal wesentlich besser gewesen. Also von den Kritikpunkten her, einmal diese lange Startzeit von fast 2 Minuten, dann die Lautsprecher leider nur auf einer Seite. Der Akku mit 5150 mAh hätte ruhig noch etwas größer sein können, vielleicht auf 7000. Aber ansonsten ist es wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Das lag jetzt im Bereich von 150 Euro. Das RT2 mit dem großen Akku und mit der Handschlaufe, was ich vorhin kurz angesprochen hatte, das liegt allerdings bei 400 Euro. Und mir war diese Differenz von weit über 200 Euro einfach zu viel, eben weil mir das 8 Zoll Tablet bereits ausreicht. Mit dem 10 Zoll Tablet hätte ich dann wieder so einen riesen Brocken wie mit meinem Samsung. Und so habe ich halt ein kleines Tablet, was auch Outdoor noch geeignet ist, eben weil es nicht so groß ist, weil es nicht so schwer ist. Das RT2 mit dem großen Akku, das wiegt fast 1 Kilo, also ich glaube 900 Gramm oder 950 Gramm. Hier liegen wir bei etwas über 500 Gramm, also gut die Hälfte. So viel zum OKittle RT3. Was haltet ihr von dem Tablet? Würde es euch ausreichen für die Outdoor-Aktivitäten, beziehungsweise würde es euch vom Display her ausreichen? Was sagt ihr zum Schutz des Ganzen? Schreibt es mir einfach in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like dafür da und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Film wieder. Bis dahin, ciao.